Guten Tag, meine Damen und Herren. Da ist der Ricardo Manocchi, Ihr Ausländer-Korrespondent. Heute zum Thema Nachbar. Was ist ein Nachbar? Kennen Sie Ihren Nachbar? Lieben Sie ihn überhaupt? Darum fangen wir da auf diesen Punkt. Dreiländereck. Ein Punkt, wo Deutschland, Frankreich und die Schweiz zusammenleben als Nachbar. Hier ist Deutschland. Kommen Sie mit. Lieben Sie Ihren Nachbar? Welchen Nachbarn? Ihren Nachbarn. Was heißt lieben? Ja, sicher. Manchmal ja, manchmal nein. Aber selbstverständlich. Ja, ich liebe den Nachbarn. Ja, sicher. Warum? Ja. Weil es der Bridge ist vom Vater. Ja. Weil manchmal hören sie laute Musik und schmeißen irgendwelche Partys im Garten und dann kann man nicht... Würden Sie gerne eingeladen werden vielleicht auf den Partys von Nachbarn? Nein, nein, nein. Die sind zu alt. Das mit Paar, wir sind einverstanden, mit anders nicht. Ich versuche zum Liebe. Lieben Sie Ihren Nachbar? Lieben? Ich mag sie. Ah, casa mia non c'è problema, casa mia sono italiano. Sind Nachbar wichtig? Nee, nicht wirklich. Also ich brauche sie jetzt nicht. Also ich wäre froh, wenn ich keine hätte. Si, c'est important. Oui, oui. Die sind wichtig, weil manchmal kann auch helfen. Die kann mir helfen und ich kann den Nachbarn helfen geben. Ja, wenn man alleine als Einsiedler lebt, ist nicht so schön, als wenn man Nachbarn hat, ne? Was heißt, was für Nachbarn sind nötig? Also braucht man halt. Welche ist Ihre Lieblingsnachbarland? Achso, okay. Also, Na, ich gehe mal gerne rüber, aber eben, wie gesagt, zum Leben. Leben liebe ich hier in Deutschland. ¿Y los Tedeschi? No. ¿Y los suizos? No plus. No, no stanno bene. No? No. No. Perché? Perché? Perché mentalità. Alle zwei? Alle Nachbarschaft. Zwei. Nachbarschaft. Ist wieder Nachbarschaft. Lieblingsnachbarland habe ich da keins. Mag beide. Gehe allerdings häufiger in die Schweiz. Am Wochenende. Moi, j'ai pas de pays de préférence. Je trouve tous les êtres humains sont égaux. Hein? Kennen Sie Ihren Nachbar? Ja, aber die sind nicht da, die sind in Urlaub. Deutschland. La France. Deutschland. La France. Deutschland. La France. Est-ce que vous aimez ton voisin? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend desquels. Il y en a qui sont difficiles. Ja, ich liebe alle Menschen. Ça dépend, il y en a qui sont aimables, il y en a qui sont moins aimables, ça dépend de la personne. Et tu connais ton voisin? Non. Non. Oui. Ja. Mon voisin, non, je ne le connais pas, mon voisin. Les voisins, c'est important pour tout. Ja. Ja, nicht in alle. Ah ben, pour parler, pour manger, pour avoir des amis, pour tout. Vous aider? Pour aider, non. 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 L'Allemagne ou la Suisse? Qui vous aimez? Moi, j'aime plutôt la Suisse. La Suisse. Pourquoi? Il y a plus de magasins. L'Allemagne, c'est bien parce que c'est... Il y a la passerelle, mais la Suisse, c'est bien aussi. Qui est le meilleur, on va dire, la Suisse. La Suisse. Quoi? Pourquoi? Oui. Ben parce qu'elle est meilleure que l'Allemagne. Deutschland. Deutschland. Warum? C'est nicht so blöd. Et voici la France. Also, suchen wir den Nachbar. Si vous les aimez. Eh bien, bien sûr, c'est mes bons voisins. Ils sont super avec moi et moi, je suis super avec eux. Hein? Bah, moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Même les chiens, les chats. Il n'y a que les cons qu'on n'aime pas. Mon voisin, moi, je l'aime. Pourquoi? Parce que c'est mon voisin. Il y a trois pays qui sont voisins. L'Allemagne, la Suisse. Bien sûr. Et la France. Qui aime le... Vous savez qui? Personne s'aime entre eux. Moi, de toute petite, c'est la Suisse et puis ça restera la Suisse, voilà. Mais les Allemands sont bien aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Hein? Les Français aiment la Suisse parce qu'ils vont travailler pour gagner plus. Les Français aiment l'Allemagne parce qu'ils vont acheter pour payer moins. Et les Allemands viennent ici pour déposer les sacs à dos. Also, das war Frankreich.
Jetzt wir gehen auf die Schweiz. Ganz einfach mit dem Bootli. Also, ich will das persönlich für mich machen, den Wasser anlangen und merke, die Energie von den drei Ländern, von den drei Nachbarn, Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Also, wir sind da jetzt auf der Schweiz. Und wir fragen uns, lieben die Schweizer auch so gern seine Nachbarn? Nein. Nein. Man muss sie auch nicht lieben. Nicht so, wie ich meine Familie liebe. Nein, ich hasse sie. Ja, weil sie haben Hunde und sie nehmen keine Rücksicht auf die anderen. Ja, wir haben es gut miteinander. So will ich das jetzt nicht ausdrücken. Sind Nachbarn wichtig? Kommt drauf an. Ja, es ist nicht schlecht, wenn man es gut mit ihnen hat. Es wäre so ein bisschen langweilig, wenn man sonst niemanden sehen würde. Welches Nachbarland ist Ihr Liebling? Schweizer. Schweiz. Warum? Weil wir da sehr gute und liebe Freunde und Verwandte haben. Frankreich und Deutschland wohl gleich. So, beide. Ja, ich habe Deutschland und Frankreich beide nicht gern. Beide nicht gern? Nein, weil es mir nicht gefällt. Also, warum? Ich könnte es mir nicht vorstellen, in Deutschland oder in Frankreich zu leben. Ich sage jetzt Deutschland. Ich muss es schon fast wegen meiner Frau. Ja, wenn ich wirklich die Franzosen will, dann gehe ich auf Paris. Dann gehe ich nicht hier nach Saint-Louis oder nach Milus. Das ist für mich nicht Frankreich. Mhm. Deutschland. Deutschland. Warum? Ja, weil da kann man günstig einkaufen und so. Die schöne Nachbarschaft. Die drei Länder leben unter einem gleichen Dach. Alle leben zusammen, arbeiten zusammen, kaufen zusammen. Wir haben viele Nachbarn getroffen und die meisten lieben wirklich ihre Nachbarn. Aber die Frage bleibt jetzt bei Ihnen. Lieben Sie Ihre Nachbarn? Da ist der Ricardo Manocchi, Ihr Ausländerkorrespondent. Anders, aber gut.